Bevor es losgeht hier im Story-Modus und ich es nochmal vergesse, werden wir erstmal zu Kalmars Senalke-Kiste gehen und uns die restlichen Ausrüstungsteile holen. In dem Fall hier die Königbomben mit 2 Anchovium und 500 Fischeier. Soweit ganz gut. Danach geben wir uns dann gleich die Robobombe. Wir haben ja noch genug. Und wenn wir schon einmal dabei sind, können wir ja den Tintentank auf Stufe 2 ausrüsten. Ja, bevor das LP vorbei ist, beziehungsweise vor dem Final Boss, werde ich auf jeden Fall noch die Heldenwaffe auf Stufe 3 noch erweitern. Auf jeden Fall, das ist noch maximal noch drin. Das haben wir soweit gemacht. Und unten links können wir durch Betätigen des Steuerkreuzes jetzt auswählen, was wir jetzt haben möchten. Beziehungsweise was wir aktuell benutzen möchten. In dem Fall, ja, ich belasse erstmal kurz bei der Robobombe. Die ist auf jeden Fall ganz nett. Und ja, springen wir erstmal direkt zur aktuellen Zone. Und zwar auch zum aktuellen Level, wo wir jetzt hin müssen. Das wäre jetzt in dem Fall Level 17 in Zone 4 in der Glipper-Garnison. Aber irgendwie klingt Garnison viel besser. Aber egal. Wir machen hier weiter in Level 17 in der Festung der Oktokommandanten. Okay, da sind wir diesmal mit dem Heldenschwapper unterwegs. Naja, mal wieder eine komplette andere Waffe. Mal schauen, wie ich mich mal wieder mit dem Schwapper so einstellen werde. Wie sich das dreht und dreht, immer im Kreis und weiter im Kreis. Ja, dabei wird es schon ziemlich schwindelig, ne? Soweit auf jeden Fall ganz okay. Da sei hier vorsichtig, färbe am besten alles ein. Nur keine Bange, ich krieg das schon hin. Mach dir keine Sorgen. So krass am Fällen bin ich nicht. Also Octosemp, so heißen die Viecher. Okay. Jetzt weiß ich auch mal endlich mal den Namen von denen. Ich weiß gar nicht. Wurde das auch schon im ersten Teil erwähnt? Falls ja, habe ich es einfach nicht mehr. Habe ich einfach nicht mitbekommen. Na. Jetzt will ich doch nochmal in Rückzug gehen und nochmal versuchen. Alles steht auf seinem Platz. Diese komischen Teile hier. Ich gehe mal am besten hier nach oben. Vielleicht ist ja hier schon was. Ja, okay. Ja, direkt am Level Anfang schon das Anchovium. Ja. Okay. Dann haben wir halt noch die Schriftrolle. Vielleicht kommen die auch recht schnell des Weges. Halt auf dem Weg auf jeden Fall. Was haben wir da wieder? Ein, wie könnte ich es nennen? Ich weiß es nicht. Nee, ich finde gerade kein passendes Wort dazu. Ja, schießt erstmal richtig schnell und dann und dann macht man eine Pause. Ist ja auch ganz gut. Na komm schon. Ich glaube, die sind noch schlimmer als die Octosniper. What the fuck? Aber okay, soweit ganz gut. Schön färben, dann kommst du nach oben. Ja, ist ja gut. Ihr müsst ja nicht detailgetreu erklären. Ich hab's schon verstanden, ne? Du sehen wir ja jetzt nur noch wieder nicht. Limone. Wir sehen ja noch keine Anfänger. Wir haben ja noch unser Wissen in Splatoon 1. Also von daher, so schlimm wird's auf jeden Fall nicht. Jeden Ballon auf jeden Fall zerschießen. Zerschießen. Bewerfen mit Tinte. Irgendwie so in der Art. DX. Was soll man das sagen? Deluxe. Wow, toll. Das waren einfach nur normal. Worauf jetzt das DX bezogen ist, habe ich überhaupt keine Ahnung. Gehen wir erstmal hier hoch. Das scheint der normale Weg zu sein. Octosim DX ist unzerstörbar. Achso, das soll er aber darstellen. Das sieht wohl eher wieder aus nach einem. Nach diesem Boss. Warum das so oft auf einmal vorkommt, habe ich auch keine Ahnung. War in der letzten Zone bei dem einen Level genauso. Jetzt nochmal der hier. Warum auch immer. Na komm schon. Können wir irgendwie nach oben. Ist überhaupt oben war irgendwas? Ja, nicht so viel. Wobei, bei der einen Plattform ist irgendwas.
Wir müssen ja irgendwie hier oben drauf. Kann man auch so drauf zufällig? Ich will's wissen. Das will ich jetzt wissen. Verdammt, da muss doch irgendwas sein. So eine billige Variante. Ey, da scheint doch irgendwas zu sein. Ja, schubst uns doch mit weg, ne? Ja, genau, was war. Nee, wobei. Ich habe gerade was im Augenwinkel gesehen. Aha. Okay. Ein Coupon. Okay, da hätte ich jetzt etwas mehr erwartet. Aber. Okay, dann war das halt nur ein Coupon. Naja, gut. Besser als nichts. Aber naja, ich hätte wirklich ein bisschen mehr erwartet als ein Coupon. Naja, wollen wir jetzt nicht rummeckern. Besser als nichts. Und es geht direkt weiter am letzten Checkpoint. Und wo ist die Schriftrolle, bitteschön? Ich ahne wieder Böses. Dass ich mal wieder die Schriftrolle übersehen habe. Seit langem mal wieder. Das ist gerade nicht so gut. Vielleicht so auch irgendwo ganz hinten. Ne? Ja, ganz hinten, ne? Haben wir es gerade erwähnt, ne? Ja, gut, ne? Na, das ist schon einsammeln, ne? Und nicht einfach so durchgehen. Ah, ich glaube, es wird jetzt ein bisschen gefährlich. Ja, oh ja. Er geht ab, das merkt man. Naja, wir haben ja dieses Auto zum Tarnen. Aber bei, er muss. Ah, das war anders stehen, stell doch ab! Okay. Und weg mit dir! Wunderbar. Noch die letzte Hürde, die auch so ähnlich aufgebaut ist wie diese gerade eben. Krieg ich jetzt schon hin. Zufällig, ja. Okay, die Reichweite hat noch viel gebracht. Und du auch noch gleich. Okay. Puh, war jetzt doch nicht so schwer gewesen. Okay, gut, dann haben wir's. Wunderbar. Sehr schön. Haben wir gut abgeschlossen. Ja, so 5,5 Minuten, so viel war ganz schön. Wunderbar. Ja. Ist für mich auf jeden Fall immer gut im Vorteil, wenn man alles hintereinander im First Try sammeln. So, in etwa, ja. Jo, wahrscheinlich wird er ein 1,5er sein. Okay, gut. Schriftrolle Nummer 17 sagt: Rauch steigt aus 7 Ringen, der rote Fisch entsteigt der See. Zu verschlingen alles Leben an Land, die Predigten von Mahdi. Kapitel 10, Version 10. Irgendwie. Und ja, immer weiter so. Hehehe. Ja, schon. Ach, das war jetzt 17. Gehen wir weiter zu 18. Turm hoch überlegen. Okay, gut. Was bekommen wir diesmal von Arti? Das werden wir jeden Moment herausfinden. Und es ist die Sniper. Okay, gut, die letzten Male mit der Sniper war es noch okay. Der letzte Level war, glaube ich, noch in. Oh, lass mich lügen. In der zweiten Zone oder so? Irgendwie so in der Dreh. Ja, genau. Zerberstet jetzt schon meine Rüstung, ne? Geht ja weg. Und was ist mit denen los? Haben die einen schlechten Motor oder was? Okay, gut, jetzt aber. Wunderbar. Scheint vielleicht noch hier hinten schon irgendwas zu sein. Okay, eine Kleinigkeit. Da haben wir wieder diesen schönen Soundtrack. Keine Ahnung, ich mag den Feuer mit, das ist so passend. Von den neuen Soundtracks, ey. Und generell, diese Soundtracks von Splatoon sind einfach nice. Aber wir reden ja jetzt nicht um die Soundtracks, es geht komplett um den Story Mode. In die Story Mode, ja, geiles Deutsch mal wieder. Ja, das bleibt alles uncut soweit, ey. Das juckt mich jetzt einfach nicht. So, soweit, so gut. Vielleicht wird es noch schlimmer. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall noch auf das Schlimmste gefasst.
Da wird da diese komischen hier dicken hier, die ihre Klecksbomben einfach so wegschmeißen. Ah, okay, die Sardinenbüchse tue ich mir gerne an. Das wird da dieses Portal, was ich einfach nenne. Auch wenn das mit Portal nichts zu tun hat. Aber ich finde keine. Ich finde kein passendes Wort dafür. Aber für diese Sir-Schiene ist auf jeden Fall Zeit. Guck mal, währenddessen noch hier die anderen Opto-Rekruten eliminieren. So genauso. Mal ein bisschen Tinte auffüllen für unterwegs. Wunderbar. Also momentan geht's wieder mit der Sniper. Na, aber bei der hier, da ist irgendwas. Vielleicht ist ja irgendwas. Oder? Nee, war doch nicht so viel. Was Besonderes. Ich hab jetzt einfach mal alle Ringe mitgenommen. Aber hat nicht so viel gebraucht. Aber ja, dafür haben wir wenigstens dadurch ein paar Fischeier gewonnen. Und die Octos, was sind wir da? Ach du heilige Scheiße. Habe ich schon erwähnt, dass ich die nicht mag? Ey, das ist aber auch knapp. Ja, ja, ja. Zwei Ziele auf einmal, ne? Ja, genau, betreibt, ne? Übertreibt, ne? Übertreibt, Mann. Ist ja gut. Hä? What the fuck? Ja, genau, ne? Wahrscheinlich. Ich mag den nicht. Achso, das ist, sind auch noch drei gerade momentan. Einen habe ich ja schon eliminiert. Komm schon, den einen kriege ich noch hin. Okay. Boah, fuck, ey. Ja, nervt mir nicht. Okay. Ich am besten so schnell wie möglich da hoch. Hört auf mit dem Mist. Ich mach die nicht, die geben so penetrant auf die Nerven, ne? Das ist unmöglich. Komm, geht weg, ey. Geht ja weg. Okay, gut, ich habe noch einen. Der müsste jetzt nicht so schwer sein, wenn der mir nicht so permanent auf den Sack gehen würde. Nein, ich will da noch nicht hin. Alter, sag mal, geht's dir noch gut oder was? Soll denn der Mist? Nein! Nein! Wie ich noch in noch aller Macht noch irgendwie versuche noch auszuweichen. Und verpiss dich! Junge! Ah, ich will aber nochmal nachschauen. Hier sind noch ein paar Kisten, die noch da sind, und da unten ist ja auch irgendwas. Aha, Schriftrolle. Wenigstens etwas. Aber das Anchovium fehlt hier noch. Komm schon. Wieder ein Coupon. Schon wieder? Es nimmt so langsam überhand mit den Coupons. Schaffe ich den Sprung? Ich riskiere es einfach. Ah, oh, holy shit. Das war wirklich knapp. Ich war am besten hier runter. Damit kein Risiko. Ich hab's mir jetzt einfach mal trotzdem geholt. Einfach so. Gut, 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 gut. Es läuft gut. Jetzt fehlt halt nur noch das Anchovium. Und ich möchte bitte hier hoch, wenn das möglich wäre. Dankeschön. Ja, da muss ich hin, das ist mal klar. Befindet sich hier vielleicht noch irgendwas? Irgendwas? Ich schaue einfach mal nach. Hier ist nochmal eine Kiste. Ah ne, das kann vielleicht nochmal die sein, die nochmal gespawnt ist. Ja, gut. Aber ich will trotzdem nochmal mich umschauen. Kann ja sein. Aber wenigstens haben wir schon mal die Schriftrolle und das ist auch schon mal gut. Kann ja auch sein, dass hier noch irgendwo dann noch das Anchovium ist. Aber so wie es aussieht, ja doch nicht. Ah, man kann manche Level nicht so vertrauen. Da ist auch schon die Mini-Elektro-Welt oder halt der Zap-Fisch. Und ist schon der letzte? Oh ja. Hä, wo ist denn dann? Wo ist dann das Anchovium, bitteschön? Als wir klein waren, haben wir Julio nicht. Okay. Okay, jetzt nur auf einer Plattform. Ich nehme jetzt einfach mal hier dieses Ausrüstungsteil. Kommt schon. Also so langsam kann ich's mit der Sniper, ne? Habe ich schon drauf. Bewegt die sich die ganze Zeit von selber. Ach, da ist der. Nee. Weg mit euch.
Komm, mach dich größer. Okay. Puh. Zum Glück habe ich es doch bemerkt. Ja, wobei, es war eigentlich offensichtlich, ne? Ach, ey, diese Octosniper einfach, Mann. Die gehen mir penetrant auf die Nerven. So diese Dinger hier, diese, damit die nicht so, so einen triggern. Bringt mir zwar nicht so viel. Komm! Geh, verpiss dich einfach nur. Okay, das Teil ist jetzt nicht so unbedingt wichtig, aber ich hol's jetzt trotzdem oder auch nicht. Alter! Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wunderschön. Wunderschön. Einfach so in 2 Leveln geschafft. Innerhalb 15 Minuten. Also, wenn das nicht eine perfekte Länge ist, heute in diesem Part, dann weiß ich auch nicht. Ein Coupon wird erhalten und Schriftrolle Nummer 18. Oh, Salmonellen. Okay. Schriftrolle Nummer 18 besagt: Eine Darstellung aus dem Mittelalter. Sie zeigt die große Salmonitenwanderung, die alle 70 Jahre stattfinden soll. Wunderbar, vor allem alle 70 Jahre. Ist ein bisschen krass, aber okay, gut. Du machst das gut. Ja, danke für das wunderbare Kompliment. Und da ich es schon angedeutet habe, dass jetzt schon Schluss ist, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hier in einem weiteren Part hier in Splatoon 2. Singleplayer, Heldenmodus oder wie ich es einfach nur nenne, Story Mode. Ja, bis zum nächsten Mal und ciao Leute. Macht's gut.